Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie sich Tino Chrupalla im Sommerinterview geschlagen hat und welche Möglichkeiten er noch gehabt hätte. Ich war etwas pessimistisch vor dem Interview. Aus meiner Sicht hat Tino Chrupalla in Interviews bisher nicht überzeugt. Der Hauptgrund war, dass es so schien, dass er sich versucht hat, mit den Medien gut zu stellen. Wenn er uneingeschränkt freundlich zu den Medien ist, dann erweckt er vor dem Zuschauer den Eindruck, die AfD und er hätten an der Medienarbeit nichts beanstanden. Das bedeutet dann, dass die verbreiteten Narrative stimmen, auch die Narrative über die AfD. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Das vollständige 24-minütige Interview habe ich in der Beschreibung verlinkt. Parteiinterner Streit, sich hinziehende Spendenaffären und immer wieder Negativschlagzeilen durch rechtsextreme Parteimitglieder. Die AfD verzeichnet im Superwahljahr Verluste bei allen drei Landtagswahlen. Wie will der AfD-Spitzenkandidat diesen Abwärtstrend wenden? Was sagt er zu den großen Wahlkampfthemen Corona, Steuern und Klima? Antworten gibt es jetzt im ARD-Sommerinterview mit Tino Chrupalla. Alice Weidel, die zweite AfD-Spitzenkandidatin, hat ja gesagt, sie will sich erstmal nicht impfen lassen. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Ja, ich sage ganz ehrlich, das ist eine private Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Und deswegen werde ich Ihnen auch nicht sagen, ob ich mich impfen lasse oder ob ich mich nicht impfen lasse. Unsere Position, was das Impfen angeht, als AfD ist klar. Wir setzen absolut auf Freiwilligkeit. Wir halten auch viel davon uns den Gegebenheiten und der Entscheidung der STIKO, der Ständigen Impfkommission, uns diese anzuhören, sodass auch wir sagen, auch Kinder nicht zu impfen unter den jetzigen Voraussetzungen. Von Impfdurchbrechern, dass trotz Impfung Menschen an Corona erkranken. Weiterhin ist noch nicht geklärt, wie lange hält denn die Immunität? 5 Monate, 6 Monate, 7 Monate? Wir reden mittlerweile darüber, ob wir eventuell eine dritte Impfung durchführen. Was kommt danach? Vielleicht die vierte? Also wie gesagt, wir setzen auf diese Freiwilligkeit, auf Selbstverantwortung. Das ist wichtig und das unterstütze ich natürlich auch. Herr Chrupalla, 72% finden die Corona-Maßnahmen im Moment angemessen oder sogar nicht weitgehend genug, laut AD Deutschlandtrend. Die AfD forderte sehr früh die Abschaffung aller Lockdown-Maßnahmen und der Maskenpflicht, konnte mit diesem Kurs aber bisher die Wähler nicht so richtig überzeugen. Das zeigt sich auch an den bisherigen Wahlen in diesem Pandemiejahr. Sachsen-Anhalt minus 3,8 Prozentpunkte für Sie. Rheinland-Pfalz minus 4,3 Prozentpunkte für Sie. Baden-Württemberg minus 5,4 Prozentpunkte für die AfD. Deutschlandweit liegen Sie im Moment bei 10%. Und Herr Chrupalla, Sie sind ja im November 2019 ins Amt gekommen, da waren es 15%. Der Verlust, das ist also auch Ihre bisherige Bilanz als Parteivorsitzender. Was haben Sie falsch gemacht? Ja gut, also unsere Bilanz messen wir nicht nach Umfragewerten, sondern am Wahlabend wird abgerechnet und das warten wir erstmal geschmeidig ab. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unser Wahlergebnis halten werden, wenn nicht sogar ausbauen werden. Sie haben gesprochen von einigen Ländern, wo wir leicht nachgegeben haben. Ja, auch das ist normal. Das ist auch 5,4%. Das ist auch normal. Ja, von welchem Wert in Sachsen-Anhalt sind wir denn ausgegangen? Also wir sind dort Volkspartei, wir bleiben dort Volkspartei und wir werden auch bei dieser Bundestagswahl ein sehr gutes Ergebnis mit diesem sehr guten Ergebnis abschneiden. Wie Sie wissen, einige hätten uns das nicht zugetraut. Vor 4 Jahren haben viele Politiker, zum Beispiel Wolfgang Schäuble, auch gesagt, die AfD wird in 4 Jahren nicht mehr in den Bundestag einziehen. Wir werden wieder als Oppositionspartei einziehen und das macht mich zuversichtlich, denn Deutschland braucht uns. Also klingt so, als ob Sie über da eigene Fehler nicht richtig reden wollen. Wir machen mal weiter und kommen jetzt zu Ihrem Wahlprogramm. Nächstes großes Thema ist der Klimawandel. Der ist für fast 30% der Deutschen dieses Mal das wichtigste Wahlkampfthema. Die AfD will ja die CO2-Reduktionsmaßnahmen zurücknehmen, den Kohleausstieg absagen und der Klimaerwärmung positiv begegnen, steht so im Wahlprogramm. Dazu jetzt die nächste Bürgerfrage von Judith Preis aus Berlin. Sie ist Pädagogin. Herr Chrupalla, wir haben ja gerade eine große Flutkatastrophe gehabt und Waldbrände im Süden. Was ist Ihre Antwort darauf in Bezug auf den Klimawandel? Ja, den Klimawandel leugnet niemand. Natürlich gibt es den Klimawandel und wir müssen uns überlegen, wie gehen wir mit dieser Situation um? Wie passen wir uns auch als Menschen an? Flutkatastrophen gab es im 16., im 13., im 15., im 17., 18. Jahrhundert und es wird auch nicht die letzte gewesen sein. Wir müssen uns einfach auch der Herausforderung stellen, welche Maßnahmen wir im Katastrophenschutz auch stellen, um uns mit dieser Situation anzupassen. Und diese Maßnahmen, die müssen wir besprechen und auch evaluieren.
Sag mal ganz klar, der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur laut Klimarat sagt, dass es mehr Temperaturextreme gibt und möglicherweise eben auch mehr starke Wetterereignisse. Ja, wir haben aber Wetteraufzeichnungen seit 200 Jahren. Wir hatten natürlich, gibt es einen Klimawandel, wie gesagt, den hier niemand leugnet. Den gab es vor 1000 Jahren, war Berlin unter einer Eisschicht. Grönland war Grünland, die Wüste war ein Meer. Also wir sehen noch, dass es Veränderungen gibt. Und das allein auf den CO2-Ausstoß noch dazu auf den Menschengemachten zu schieben, das hinterfragen wir und kritisieren wir auch zum Teil. Ja, Sie waren ja selber im Hochwasser, kommen wir mal dazu. Und sagen zum Thema Klimaerwärmung im Wahlprogramm, die Menschheitsgeschichte belegt, haben Sie auch gerade noch mal gesagt, dass Warmzeiten immer zu einer Blüte der Kulturen führten. Herr Kropala, für die Menschen im Hochwasser, die fühlt sich das nicht nur anders an, sondern es hört sich auch richtig zynisch an. Nein, das ist nicht zynisch. Zynisch ist, wenn ich mit den Bürgern im Hochwassergebiet gesprochen habe und ich habe das getan. Und wenn man denen erzählt, das liegt nur alles an dem Klimawandel. Die Leute hätten sie vom Hof gejagt. Ich war selbst vor Ort und habe mir das angeschaut und habe es angesehen. Ja, sie haben sich beschwert, dass das Frühwarnsystem nicht funktioniert, dass der Katastrophenschutz nicht funktioniert, dass die Leute nicht gewarnt wurden, dass hier die Politik komplett versagt hat, dass wahrscheinlich Menschenleben geopfert wurden, weil der Katastrophenschutz nicht funktioniert. Darüber müssen wir als erstes mal diskutieren. Ja, gerade weil Sie ja selber Handwerker sind, kein Akademiker, das betonen Sie ja auch immer wieder und sagen dazu, die AfD ist besser als andere Parteien. Sie bezeichnen die ja auch als sogenannte Altparteien. Was dazu so gar nicht passt, ist, dass Sie Spendenaffären in der AfD auf höchster Ebene haben, die jetzt ganz aktuell Ihren Wahlkampf belasten. Jörg Meuthen, Ihr Co-Vorsitzender, mitten im Wahlkampf wurde jetzt gerade die Aufhebung seiner Immunität beantragt. 2016 gab es eine illegale Parteispende. Wahlkampfunterstützung, Plakate, Anzeichen, Aktionen im Wert von fast 90.000 Euro. Das Berliner Verwaltungsgericht hat das bestätigt, die Strafe über fast 270.000 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass Sie als Co-Vorsitzender akzeptieren, dass Herr Meuthen mit Ihnen trotz dieses Vorgangs noch Parteivorsitzender ist und damit Ihren Wahlkampf insgesamt belastet? Was meinen Sie denn mit akzeptieren? Sie unternehmen nichts. Ja, was soll ich denn unternehmen? Also ich bitte Sie, dieses Verfahren ist abgeschlossen. Sie haben es doch gerade gesagt, die Partei hat diese Strafe bezahlt. Ich muss noch mal betonen, hier wurde auch kein Steuergeld verschwendet. Und von einer Spendenaffäre zu sprechen, das halte ich wirklich für ein bisschen überhöht. Also von daher, illegale Parteispende ist gerichtlich beschrieben. Ja, aber es ist niemand in diesem Land zu Schaden gekommen und es wurde auch kein Steuergeld verschwendet. Das muss man auch in diesem Kontext mit erwähnen. Dass Sie das jetzt zum x-ten Mal immer wieder aufwärmen wollen, ist natürlich der Interesse der Medien geschuldet. Aber ansonsten ist dieser Fall abgeschlossen. Das interessiert den Wähler, weil jetzt ganz aktuell gibt es neue Vorwürfe, das wissen Sie. Und die Berliner Staatsanwaltschaft prüft gerade die Aufnahme von Ermittlungen wegen illegaler Parteienfinanzierung. Sollte es wirklich ein offizielles Verfahren gegen den Parteivorsitzenden geben, ist Herr Meuthen dann Ihrer Meinung nach als Parteichef auch noch haltbar? Ja, wir sprechen jetzt gerade von viel vom Sollten, vom Wäre, vom Hätte. Warten wir das doch erstmal ab, was die Ermittlungen ergeben. Herr Meuthen hat sich dazu erklärt und wird sich dann auch in Zukunft dazu erklären. Und das können Sie ja dann gerne mit Herrn Meuthen besprechen. Ich sitze jetzt hier aber mit dem Spitzenkandidaten. Und der hat ja dieses Setting der Partei im Wahlkampf auch zu verantworten und führt auch den Wahlkampf an. Und da gibt es eine zweite Affäre. Und da ist Alice Weidel mittendrin. Die ist sogar Ihre Co-Spitzenkandidatin, Herr Kropala. Ja. 400.000 Euro Strafe wegen illegaler Spenden in Höhe von 132.000 Euro an Ihren, also baden-württembergischen Landesverband. Und auch der Fall Weidel belastet jetzt den AfD-Wahlkampf. Denn das Berliner Verwaltungsgericht hat gerade erst die Klage der AfD abgewiesen. Sie als Partei prüfen jetzt eine Revision. Um die Herkunft der Warenspender zu verschleiern, sollen da ja sogar Strohmänner bezahlt werden sein von Ihnen. Und trotzdem darf Alice Weidel nicht nur Fraktionsvorsitzende bleiben, sondern wird auch noch zur Spitzenkandidatin gewählt. Sie haben sich ja gemeinsam auch zur Wahl gestellt. Warum akzeptieren Sie so ein Verhalten? Das hätten Sie auch in einem Handwerksbetrieb, in Ihrem eigenen, niemals akzeptiert. Ja, ob ich das in meinem eigenen Handwerksbetrieb niemals akzeptiert habe, wissen Sie ja erstens mal überhaupt nicht. Noch dazu ist es ein laufendes Verfahren. Wir reden von einem laufenden Verfahren. Also wenn Herr Dayes, wir reden von einem laufenden Verfahren, was noch nicht abgeschlossen ist. Und jetzt wollen Sie von mir
die Genese bzw. das Ergebnis hören. Also warten wir doch bitte dieses Verfahren ab und unterhalten uns danach, wie die Staatsanwaltschaft gegebenenfalls überhaupt entscheidet, was die Ermittlungen bringen. Ich denke, das sollten wir gemeinsam abwarten. Ich frage mich ja nur, warum Sie als Parteivorsitzender sagen, wir nehmen jetzt mal ein Spitzenduo in diesen Wahlkampf, wo eine Spitzenkandidatin eben von so einer Affäre im Moment belastet ist. Und Sie wissen das vorher, das ist ja keine Überraschung, und sagen, das ist die optimale Aufstellung, mit der die AfD jetzt vor den Wähler in diesem Bundestagswahlkampf geht. Aber Herr Deiß, ich habe doch nicht entschieden, wer Spitzenkandidat wird. Ich habe mich zur Wahl gestellt. Mit ihr zusammen, als Duo? Natürlich, mit ihr als Duo. Und die Mitglieder mit großer Mehrheit, mit 71%, haben sich für uns entschieden. So, und das werden wir jetzt natürlich auch aushalten. Und im Übrigen ist es kein Thema im Wahlkampf. Das machen Sie selbst zum Thema, um uns zu diskreditieren, um uns natürlich immer wieder... Ja, sehen, Sie sagen ja selbst, es ist ein laufendes Verfahren. Ja. Also warten wir doch bitte einfach das Verfahren ab. Wir reden jetzt hier um den heißen Brei herum. Und nee, wir werden ja kein Ergebnis erzeugen. Ja, und das zu vergleichen, ob man das... Ich rede nicht um heißen Brei herum. Im Gegenteil, ich frage sogar nochmal nach. Weil, indem Sie sich auch von solchen Praktiken ja nicht distanzieren, ist doch die Frage, ob Sie damit nicht die Affäre anderer, das ist ja nicht, das sind sie ja nicht, sie, das war um Meuthen und Weide. Ja, warum soll ich aber mich dann für diese Affäre distanzieren? Ob sie damit nicht zu einer eigenen machen, weil sie im Wahlkampf dieses Duo gewählt haben? Ja, warum soll ich mich jetzt dafür distanzieren? Was habe ich mit diesen Dingen zu tun? Ja, also von daher, Herr Meuthen hat sich erklärt, Frau Weidel hat sich erklärt, es sind laufende Verfahren, die warten wir ab. Was haben Sie mit den Dingen zu tun? Sie sind Parteivorsitzender und Spitzenkandidat, das können Sie doch nicht einfach wegwischen. Das wische ich doch nicht weg. Natürlich diskutieren wir das innerparteilich und da gehört es auch hin. Zeit für die Schnellfragerunde, Herr Gropala. Sie haben jetzt 60 Sekunden. Antworten bitte mit Ja oder Nein oder in einem einzigen Satz. Und es geht sofort los. Haben Sie Geld an die Hochwasseropfer gespendet? Ja. An wen? Das sage ich Ihnen nicht. Afghanischen Helfern, die Bundeswehr vor Ort unterstützt haben, jetzt aus Schutz vor den Taliban, Asyl gewähren, Ja oder Nein? Muss man im Einzelfall immer prüfen. Alexej Nawalny, sofort freilassen, ja oder nein? Auch das muss man, es ist eine innerparteiliche... Ist ein Einzelfall. Es ist kein Einzelfall, es ist eine innerpolitische Angelegenheit Russlands. Muss man prüfen. Wofür haben Sie sich als letztes entschuldigt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Hans-Georg Maaßen, zurück an die Spitze des Verfassungsschutzes, ja oder nein? Ist nicht meine Baustelle. Wer war der beste deutsche Kanzler oder die beste deutsche Kanzlerin? Ein Name. Konrad Adenauer. WhatsApp oder Telegram? Je nachdem. Hundekrawatte oder Gartenzwerg? Beides nicht. Letzte Frage. Die AfD will militärisches Liedgut in der Bundeswehr stärken. An welches Lied denken Sie besonders? Ich denke an gar kein Lied, aber ich sag mal, es gibt viele, viele interessante Lieder, die natürlich das Liedgut der Bundeswehr ausgemacht haben. Und ich finde es richtig, dass man gerade dieses wieder stärkt, dass man Heimatlieder wieder frei singen sollte und auch lernt. Und deswegen finde ich das richtig, dass man das macht. War ein bisschen längere Antwort, deswegen ist die Zeit jetzt auch vorbei und wir machen mit dem nächsten Thema weiter. Das ist Ihre Landesliste, Herr Gropala. Sie sind der Spitzenkandidat der Bundes-AfD, stehen in Sachsen auf Platz 1 der Landesliste, der Landesverband. Wird gerade vom sächsischen Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft. Und die Liste, der Sie dort vorstehen, die sollte man sich mal genauer angucken. Hinter Tino Gropala auf Platz 2 steht Jens Meyer, den der Verfassungsschutz als Rechtsextremist bezeichnet. Meyer spricht immer wieder vom Schuldkult, der beendet gehört. Dann auf Platz 3 Siegbert Dröse, der sich mit Hand auf dem Herz vor der Wolfsschanze fotografieren lässt und ein Auto mit AH und 18 im Kennzeichen, also kurz für Adolf Hitler, für Werbezwecke soll er das genutzt haben. Platz 5 geht weiter, Andreas Harlas, den man als lupenreinen Neonazi bezeichnen darf. Das ist gerichtsfest entschieden. Er schrieb in der Jungen Freiheit, der deutsche Überfall auf Polen 1939 sei in Wirklichkeit proaktive Verteidigung in Erwartung eines kurz bevorstehenden polnischen Angriffs gewesen. Herr Gropala, auch hier die Frage, Ihr Co-Vorsitzender Meuthen hat sich im ZDF-Sommerinterview von einigen dieser Kandidaten distanziert. Machen Sie das jetzt auch? Sie haben angesprochen von einigen Personen der Landesliste, die man wohl als Rechtsextremist bezeichnen dürfe. Wissen Sie, Herr Deißen, da müssen wir einfach mal darüber diskutieren. Ich könnte Sie zum Beispiel jetzt als Linksextremist bezeichnen, dass Sie Nein, natürlich können nicht sind. Sie nicht. Doch, das Gericht hat das entschieden. Ja, das Gericht hat das als Freie und das ist der Unterschied. Das müssen wir einfach mal klären, weil das immer wieder auch von Ihnen falsch
aufgebracht wird. Das hat jetzt als freie Meinungsäußerung deklariert. Ich könnte Sie zum Beispiel als Linksextremist bezeichnen, ja, wenn ich das meine. Das sind Sie nicht. Aber das Gericht würde bestätigen, dass ich das als freie Meinungsäußerung darf. Und das ist der Grund. Hier wurde nicht inhaltlich jemand als Rechtsextremist bezeichnet. Das ist einfach nicht so. Doch, Sie werden es werden ganz klar Verstöße aufgelistet. Einige davon habe ich gerade genannt. Und ich habe Ihnen die konkrete Frage gestellt, ob Sie sich von diesen Kandidaten und diesen Äußerungen distanzieren. Warum soll ich mich? Ich kann mich nur distanzieren von Äußerungen, die ich selbst getätigt habe. Nein. Und das sind natürlich kann ich das. Partei. Ja, Moment, denn ich fange doch nicht an, hier permanent mich von Leuten zu distanzieren. Das machen Sie doch von Ihren Kollegen der ARD auch nicht, die vielleicht mal was Falsches gesagt haben. Die behaupten sowas nicht. Sie gehören. Nee, aber Ihre Adresse Wir diskutieren immer wieder über diese alten Themen, die Sie permanent wiederholen. Von Herrn Dröse, das ist nun mittlerweile 10 Jahre her und es wird immer wieder wiederholt. Hören Sie zu, es ist ganz einfach. Wir sind in einem Wahlkampf, da ist eine Partei, steht zur Wahl. Und das sind doch nicht die Fragen, die Bürger interessieren. Und da steht ein Spitzenkandidat zur Wahl. Ja. Wir wollen heute sehen, was steht bei Ihnen im Programm. Das haben wir zum Teil schon geklärt. Wir wollen wissen, was ist das für ein Spitzenkandidat und wie geht der mit innerparteilichen Vorgängen um? Das ist doch ganz einfach. Möglicherweise ist es auch so, Sie sind ja ins Amt gekommen, das weiß auch jeder. Sie sind nicht Teil des Flügels, der ja aus Angst vor Beobachtung durch den Verfassungsschutz offiziell aufgelöst wurde. Strukturen gibt es aber weiter. Sie wurden mit den Stimmen des Flügels ja gewählt. Vielleicht ist das auch der Preis, dass Sie sich von diesen Leuten nun nicht distanzieren können, weil Sie eben gewählt wurden. Herr Deiß, ich bin Bundessprecher einer Partei. Wir haben mehrere Strömungen, wie Sie wissen, dieser Partei. Und die muss ich als Bundessprecher natürlich auch versuchen zu vereinen. Und das gelingt mir gut. Und das mache ich. Und wenn Sie jetzt von diesen Personen, die Sie gerade gesprochen haben, von unserer Liste in Sachsen sprechen, die Liste von diesen Kandidaten. Auf der Sie auch draufstehen. Ja, natürlich bin ich auf dieser drauf. Alle Personen haben ein lupenreines polizeiliches Führungszeugnis. Also von was sprechen wir? Wir sprechen von Meinungs... Ich will Ihnen kurz noch darauf antworten. Wir sprechen sicherlich von Meinungsäußerungen einiger, wo ich auch sage, die gehen nicht, die funktionieren nicht. Und darüber diskutieren wir auch innerparteilich. Aber ich kenne zum Beispiel Herrn Mayer und Herrn Dröse, die schon 4 Jahre im Bundestag gesessen haben und die hier eine wunderbare Arbeit geleistet haben. Das nehme ich zum Anlass und so bewerte ich auch Menschen. Und dass Menschen auch mal einen Fehler machen und sich auch mal vielleicht verbal vergreifen können, das passiert. Fehler verbal vergreifen. Der AfD-Vorsitzende, neues Beispiel in NRW, Matthias Helferich, kennen Sie natürlich, hat sich 2017 in einem Chat mit einem Parteifreund als freundliches Gesicht des NS, also des Nationalsozialismus bezeichnet. Ihr Co-Vorsitzender Meuthen schreibt jetzt in einer Mail an den Bundesvorstand, die uns vorliegt, über Helferich, dieser liebäugle offenkundig mit nationalsozialistischen Bezügen. Und Meuthen greift Sie, Herr Kropalla, direkt dafür an, dass Sie nicht bereit sind, trotz dieser Sachlage ein Parteiausschlussverfahren gegen Helferich einzuladen. Da gab es eine Abstimmung im Bundesvorstand. Sie haben sich da enthalten, das wissen wir. Kann sich ein Parteichef so eine, also keine Haltung in einer solch entscheidenden Frage leisten? Wissen Sie, der Bundesvorstand, wenn Sie richtig informiert sind, wenn Sie schon unsere kompletten E-Mail-Verkehr lesen, müssten Sie eigentlich wissen, welche Maßnahmen der Bundesvorstand ergriffen hat. Und zwar hat der Bundesvorstand sich einstimmig für Parteiordnungsmaßnahmen ausgesprochen. Und zwar sehr harte. Herr Helferich wird seines Amtes enthoben als stellvertretender Landesvorsitzender NRW und wird auch eine Ämtersperre auferlegt. Das ist das Maximale und mit das Härteste, was das Parteienrecht auch hergibt. Das haben wir einstimmig mit den Stimmen auch von Herrn Meuthen beschlossen. Härteste wäre ein Parteiausschlussverfahren. Da gab es, wie gesagt, eine Enthaltung von Ihnen. Jetzt kann man sagen, in so einer entscheidenden Abstimmung, wenn es um die klare Abgrenzung nochmal geht, dann läuft sowas ohne in der AfD ohne eine Positionierung des Parteivorsitzenden ab. Nochmal, es ist eine Mehrheitsentscheidung des gesamten Bundesvorstandes, dem ich vorstehe und dem ich angehöre. Wir sind 12 Personen und die 12 Personen haben sich einheitlich für Parteiordnungsmaßnahmen ausgesprochen. Jetzt wissen wir, morgen könnte der Bundesvorstand, kommt ja zusammen, möglicherweise nochmal abstimmen. Würden Sie in diesem Fall bei Ihrer Enthaltung bleiben oder würden Sie sogar gegen die Einleitung eines Ausschlussverfahrens stimmen in diesem Fall? Wie gesagt, wir haben entschieden im Bundesvorstand und der restliche Tatbestand sind innerparteiliche Angelegenheiten. Ich habe eine klare Frage gestellt. Ja, und ich habe eine klare Antwort gegeben. Ich habe mich, denke ich, dazu jetzt ausreichend geäußert. Das wir haben als Bundesvorstand eine Entscheidung getroffen und die steht. Und das heißt, Sie würden dabei bleiben, trotz solcher klaren Äußerungen vom Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten dann eine Enthaltung in dieser Frage? Ja.
Danke Tino Chrupalla für Ihre Antworten und danke Ihnen für Ihr Interesse, denn das war das ARD-Sommerinterview. Wie ist das Interview aufgebaut? In der ersten Hälfte geht es tatsächlich um Sachthemen. In der letzten Hälfte geht es dann um Spendenaffäre und Rechtsextremismus in der AfD. Nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist es das bisher am fairsten geführte Interview bei ARD oder ZDF. Wegen der Diskussion um die Gebührenerhöhung üben die Öffentlich-Rechtlichen anscheinend Zurückhaltung. Die Öffentlich-Rechtlichen wissen aber natürlich auch ganz genau, dass sie in den vergangenen Jahren ganze Arbeit geleistet haben. 75% der Leute schließen es aus, AfD zu wählen. Wenn man aber etwas genauer hinguckt, fallen einem dann doch einige Dinge auf, die nicht in Ordnung sind. Also die nicht demokratisch sind, die ja eines öffentlich-rechtlichen Senders unwürdig sind. Gehen wir das Interview Stück für Stück durch. Zunächst geht es um Corona und ums Impfen. Es war, denke ich, gut von ihm, nicht zu sagen, ob er sich impft oder nicht. Weil natürlich, wenn er Politiker ist, dann gibt er damit ein Signal. Und deswegen ist es gut, vielleicht dazu nichts zu sagen. Herr Chrupalla, 72% finden die Corona-Maßnahmen im Moment angemessen oder sogar nicht weitgehend genug. Er hätte hier eine große Chance gehabt. Er hätte anhand der Corona-Thematik, der Moderator hat darauf angespielt, die Bevölkerung sei dieser oder jener Meinung, er hätte sagen können, dass der Meinungsbildungsprozess gestört ist, dass die Demokratie nicht funktioniert. Das hätte er so klar sagen können. Es ist ganz wichtig, funktionierende Formulierungen zu finden, die nicht angreifbar sind. Das Problem ist, in der Vergangenheit haben die Leute oft daneben gehauen. Corona-Diktatur. Dann haben sie sich über Diktatur beschwert. Was wir heute haben, ist keine Diktatur, es ist etwas anderes. Die Leute können es nicht beschreiben, auch aus dem Grund, weil es sowas noch nicht gab. Wenn man sagt, der Meinungsbildungsprozess ist gestört, ist ausgehebelt, und die Demokratie funktioniert nicht, dann trifft es das, denke ich, auf den Punkt. Es ist die beste Formulierung, die ich bisher gefunden habe, aber ihr könnt ja noch in die Kommentare schreiben, wie ihr es formulieren würdet. Dass der Meinungsbildungsprozess nicht funktioniert, muss er dann mit konkreten Beispielen belegen, wenn er das behauptet. Und da gibt es ja etliche Beispiele. Die Panikmache in den Medien. Das Kleinreden der Demonstration letztes Jahr am 1. August und am 29. August. Die systematische verächtliche Machung von Maßnahmengegnern und vor allen Dingen, dass Leute, die gegen den Lockdown waren, dass sie gar nicht ins Fernsehen eingeladen wurden. Wie auch die AfD nicht in dem Maße ins Fernsehen eingeladen wird, wie die anderen Parteien eingeladen werden. Wie systematisch wichtige Gesichtspunkte ausgeschwiegen werden, klein gehalten werden. Er könnte das Bundesinnenministeriumspapier benennen, im Frühjahr 2020, wo ja auch die Welt einen Bericht geschrieben hat, dass es unter dem Tisch gehalten wurde. Es gibt zahllose Beispiele, die nahelegen, dass die Berichterstattung nicht in Ordnung war, dass es nicht demokratisch war. Und im Grunde, wahrscheinlich wissen es die Leute auch irgendwie. Aber es geht darum, dass man es formulieren kann, dass man es benennen kann, dass man es überhaupt benennt. Und das ist der AfD in der Vergangenheit bisher nicht gelungen, in Interviews. Sie konnten es nicht formulieren, sie haben sich jetzt nicht getraut. Sie haben sich die Medienkritik bisher nicht richtig getraut. Es geht dann weiter, dass die Umfragen so schlecht werden für die AfD. Hier versucht Tino Chrupalla, es schön zu reden. Er sagt, die AfD sei Volkspartei und es sei alles eigentlich ganz gut. Er denkt, man muss es immer schön reden, immer groß reden, dann hat das eine positive Signalwirkung. Aber es gibt auch einen Punkt, der spricht klar dagegen. Wenn man mit der aktuellen Lage zufrieden ist, dann heißt das auch, dass man einen geringen Anspruch hat. Der Anspruch der AfD sollte 30% sein. Und gemessen an 30% sind 10% wenig. Und das kann Tino Chrupalla auch durchaus so formulieren, dass er den Anspruch deutlich macht, dass er klar macht, die Altparteienpolitik, sie ist so dilettantisch, so schlecht und wir sind so gut und stehen selbstverständlich 30% oder mehr zu. Das sollte aus meiner Sicht die Haltung der AfD sein. Die Politik der Altparteien, es ist verrückt in den letzten Jahren. Ich denke, das muss man jetzt nicht alles aufzählen. Es ist wirklich keine Kunst, das besser zu machen. Und es ist eigentlich selbstverständlich, dass man 30% oder 40% haben muss. Das Ganze funktioniert ja nur deshalb, weil die Medien entsprechend die Narrative streuen und die AfD verächtlich machen, sodass sie den Leuten nicht als Alternative offensichtlich wird. Und die Leute denken, ja, das ist normal so. Also, dass man so dilettantisch ist, das ist normal so und die AfD ist keine Alternative, weil es sind unmögliche Menschen. Tino Chrupalla hätte auch hier die Chance gehabt, die Benachteiligung durch die Medien in den Mittelpunkt zu stellen. Indem er deutlich macht, allein die Statistiken.
wie oft wurde die AfD eingeladen. Er kann aber auch inhaltlich werden, dass er deutlich macht, dass die Öffentlich-Rechtlichen bestimmte Narrative unterstützen und kritische Stimmen auslassen. Über alle Themenfelder hinweg. Klima, Corona, aber auch Außenpolitik. Es geht dann weiter mit dem Klima. Flutkatastrophen gab es im 16., im 13., im 15., im 17., 18. Jahrhundert und es wird auch nicht die letzte gewesen sein. Wir müssen uns einfach auch der Herausforderung stellen, welche Maßnahmen wir im Katastrophenschutz auch stellen, um uns mit dieser Situation anzupassen. Und diese Maßnahmen, die müssen wir besprechen und auch evaluieren. Er hätte hier noch etwas konkreter werden können. Er kann den Leuten Hinweise geben, Stichpunkte, nach denen sie recherchieren können. Beispielsweise die Arbeit von Scheuschner-Gerlich zu der Widerlegung von den Treibhauseffekten. Die Position der AfD ist, dass sie sich nicht festlegen wollen. Dass sie sagen, sie sehen das kritisch, sie wollen aber nicht vollkommen diese Position übernehmen von dem Papier, weil sie sich da nicht einig werden. Aber es ist so, dass Tino Chrupalla die Leute einfach nur darauf hinweisen muss. Er muss sich gar nicht damit gemein machen. Bei mir war es so, ich hatte bis vor 2 Jahren, hatte ich auch einigermaßen an den Treibhauseffekt geglaubt, weil es blieb einem ja gar nichts anderes übrig. Man war zwar irgendwie kam einem das komisch vor, es hat einen genervt, aber man hat gedacht, klar, da wird schon was dran sein. Das ist irgendwie, das kann nicht sein. Das wird schon irgendwie so sein. Es ist vielleicht übertrieben, es ist vielleicht zu starke Panikmache, aber das stimmt schon irgendwie. Und erst als ich das Interview mit Gerlich gesehen habe, dann habe ich das Ganze verstanden. Das heißt, wenn man jetzt dem Zuschauer einfach den Stichpunkt gibt, Scheuschner Gerlich, dann kann der ja im Internet nachgucken. Und er findet dann die Arbeit. Und dann kann der Zuschauer, der interessierte Zuschauer, der aus dem Altmediengefängnis ausbrechen will, der kann sich dann das Interview angucken. Wir müssen immer daran denken, die Leute sind in einer Blase gefangen. Ganz viele Informationen kommen nicht zu ihnen hin. Tino Chrupalla kann einfach Stichpunktgeber sein. Stichpunkte, er gibt den Leuten Stichpunkte und die Leute können dann selber recherchieren. Die Linksextremen, sie wissen es entweder oder sie wollen es gar nicht wissen. Bei den Leuten ist es egal, aber es gibt ja viele CDU-FDP-Wähler, die interessiert das. Und die können dann das nachschauen. Und es gibt ja etliche Hinweise, auch mit den Modellrechnungen, mit der Hockeyschlägerkurve, mit der Fälschung, die ganzen Punkte oder auch Climate Gate. Er kann es auch in Erinnerung rufen und eben auch Punkte geben zum Recherchieren. Natürlich bei Wikipedia ist es geschönt. Am besten wäre es noch, wenn er auch Epoch Times noch einstreut, den Begriff. Oder Boris Reitschuster, Line Media, er kann alle möglichen Plattformen benennen. Dann wissen es die Zuschauer und dann können sie nachgucken. Die Liste, der Sie dort vorstehen, die sollte man sich mal genauer angucken. Jetzt ging es ans Eingemachte. Jetzt kamen die harten Vorwürfe. Und wahrscheinlich war das das Drehbuch. Es ist mir schon oft aufgefallen, auch bei Markus Lanz, dass beispielsweise bei Maaßen oder bei anderen Gästen es zunächst ganz gemächlich losging. Und dann kamen die harten Vorwürfe. Und so war es auch hier. Es ist wahrscheinlich auch so, wenn jetzt ein Zuschauer sich das Interview anguckt, dann bleibt das, was man am Schluss sieht, bleibt eher in Erinnerung als der Anfang. Tino Chrupalla hat sich hier aus meiner Sicht ausgezeichnet geschlagen. Am besten hat mir gefallen, auf welche Weise er seine Parteikollegen verteidigt hat. Er hat sich von den Aussagen distanziert, aber sich zu ihnen als Menschen bekannt. Und er hat einen Fingerzeig auf die Öffentlich-Rechtlichen gemacht. Und an dieser Stelle hat man gemerkt, dass der Moderator das Framing-Manual ganz genau auswendig kennt. Sofort als die Themenlenkung in Richtung Öffentlich-Rechtliche ging, wie die Zustände da sind, hat er energisch unterbrochen und versucht, das Thema wegzulenken. Die ganze Sendung hat er nicht unterbrochen, aber hier hat er energisch Chrupalla unterbrochen und hat versucht, unbedingt zu verhindern, dass das Thema weiter bei den Öffentlich-Rechtlichen bleibt, dass es bei der ARD bleibt. Und hat dann so gesagt, das wäre nicht das Thema, es ging jetzt um die AfD. Es ist aber natürlich sehr wohl das Thema, weil es geht immer um die Verhältnismäßigkeit. Es geht um die Gleichbehandlung aller gesellschaftlichen Gruppen. Das heißt, wenn jetzt bei der AfD ein Maßstab angelegt wird, dann muss der Maßstab fairerweise für alle gelten. Oder umgekehrt, der Maßstab, der für alle gilt, muss auch für die AfD gelten. Und hier gelten vollständig andere Maßstäbe. Und das hätte Tino Chrupalla hier noch viel stärker ausführen können. Was sich die Öffentlich-Rechtlichen, was es für Zitate von Mitarbeitern gab, das ist natürlich unterste Schublade. Oder auch Zitate, beispielsweise mit dem Krebsgeschwür von Elmar Brok gegenüber der Werteunion. Das sind Zitate aus totalitären Staaten, muss man wirklich sagen.
Wie oft wurde in der CDU jemand aufgefordert, sich von Elmar Brok zu distanzieren? Wie oft wurde das überhaupt thematisiert? Wie gesagt, Elmar Brok hat die Werteunion als Krebsgeschwür bezeichnet, das herausgeschnitten werden müsse. Oder die Antifa bei den linken Parteien. Im Namen der Antifa geschehen zahlreiche kriminelle Handlungen. Wie oft werden SPD, Grüne oder Linke dazu aufgefordert, sich klar von der Antifa zu distanzieren? Das findet überhaupt nicht statt. Und natürlich ist es so, dass zahlreiche Antifa-Mitglieder sind natürlich auch Parteimitglieder. Das heißt, dann könnte man sagen, distanzieren Sie sich von dem Mitglied. Sowas geschieht überhaupt nicht. Es wird auch überhaupt nicht thematisiert. Oder beispielsweise das Zitat von Hasnain Kasim, einem Spiegelredakteur, der die AfD-Mitglieder als Gesindel bezeichnet hat, die kleingehalten, verächtlich gemacht werden müssten, denen das Leben schwer gemacht werden müsste. Ein weiterer Gesichtspunkt ist außerdem, dass Leute eine zweite Chance verdient haben. Und dass auch dieser Maßstab bei der AfD anders angewendet wird als bei anderen Parteien. Wir erinnern uns, Joschka Fischer hat Steine geschmissen. Kretschmann war wie zahlreiche andere Grünen-Politiker bei den Kommunisten gewesen. Bei der CDU waren viele Altnazis. Bei den Linken sind zahlreiche Leute, die Mitglied der SED waren. Und die auch keine demokratische Einstellung hatten. Merkel war engagierte Jungkommunistin. Ihnen allen wird verziehen. Aber wenn AfD-Leute Fehler machen, sie haben nach den Öffentlich-Rechtlichen selbstverständlich keine zweite Chance verdient. Das ist natürlich verlogen, weil auch hier ein unterschiedlicher Maßstab angewendet wird. Aus meiner Sicht haben Leute eine zweite Chance verdient, wenn sie sich gut verhalten haben. Und Tino Chrupalla hat hier sehr gut deutlich gemacht, dass Leute vielleicht Fehler gemacht haben, aber dass sie sich gut verhalten haben, dass es eben auch Menschen sind. Dass es keine Dämonen sind, dass es Menschen sind. Das hat er wirksam vor dem Zuschauer transportiert, was aus meiner Sicht er wirklich hervorragend gelöst hat. Weil das Problem ist, man fühlt es, aber man kann es nicht formulieren. Und genau das ist es, was ich auch fühle, dass Menschen Fehler machen, aber dass, wenn sie gute Arbeit machen, man ihnen auch verzeihen kann. So sollte es sein. Es gibt zahllose Handlungen und Zitate, bei denen Politiker der Altparteien aufgefordert werden könnten, sich zu distanzieren. Es findet einfach nicht statt. Oft wissen das die Leute natürlich, aber sie denken nicht darüber nach. Und wenn Tino Chrupalla das benennt, dann wird doch bei den Leuten ein Zusammenhang hergestellt. Dann denken sie an die Verhältnismäßigkeit. Und vor allen Dingen wird es auch in Erinnerung gerufen. Es ist immer ganz wichtig, die Fakten in Erinnerung zu rufen, weil dann werden sie für die Leute wichtig. Das wissen ja die Öffentlich-Rechtlichen auch ganz genau. So funktioniert ja ein Großteil ihrer Propaganda. Und sie wissen auch genau, sie bringen vielleicht irgendeinen Fakt mal kurz einmal, dann kann man ihnen nicht vorwerfen, sie hätten es nicht gesagt. Wenn sie es einmal kurz sagen und dann nie wieder, dann vergessen es die Leute. Sondern entscheidend ist, dass man es rund um die Uhr permanent wiederholt. Und so ist es ja bei den Öffentlich-Rechtlichen mit dem Klima, mit Corona. Rund um die Uhr wird Panikmache betrieben. Diese ganzen Zusammenhänge, wenn Tino Chrupalla sie dem Zuschauer erklärt, dann verlieren sie ihre Wirkung. Man sieht also, es hätte noch zahlreiche Möglichkeiten gegeben. Aber man muss natürlich auch immer dran denken, jetzt im Nachhinein kann ich das immer leicht sagen. Dann kann man natürlich immer sagen, man hätte jetzt noch das machen können, man hätte noch das machen können. Auf jeden Fall bin ich sehr erleichtert über das Interview. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr es fandet. Aber ich hatte wirklich schlimme Befürchtungen, weil die Interviews in der Vergangenheit eben aus meiner Sicht nicht sehr gut waren, sondern es auch seinen Grund hatte, dass die AfD unter Tino Chrupalla abgestürzt ist tatsächlich. Aber einige haben gesagt, er muss eben dazulernen und anscheinend ist es so. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.